Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten. Wie stelle ich mit diesem Casio von Degree auf Rad bzw. auf Bogenmaß um? Wie mache ich das? Ja, das mache ich, indem ich hier Shift drücke, dann hier auf Setup und dann sehe ich hier zwei Winkeleinheiten. Dann drücke ich hier die 2 und dann kann ich hier auswählen zwischen erstens Grad und zweitens Bogenmaß. Wenn ich jetzt, sage ich mal, will ich jetzt Bogenmaß haben, drücke ich die 2. Und dann kann ich zum Beispiel den Sinus von Pi, wird dann angezeigt, ja, in 0 Grad. Oder Sinus von Pi halbe ist dann 1. Beziehungsweise andersrum, das ist noch deutlicher, wenn ich jetzt den Arcosinus, der ist ja Shift und Sinus, ist dann der Arcosinus oder Sinus hoch minus 1. Geht bei Cosinus und Tangens genauso, wenn ich jetzt den haben will von 0,8. Dann, naja gut, das ist jetzt keine schöne Pi-Zahl, wenn ich 0,5 haben will. Das ist jetzt Pi Sechstel. Wenn ich das jetzt in Grad haben will, dann brauche ich jetzt Shift, Setup, Winkeleinheiten ist die 2, jetzt Grad ist die 1, dann nochmal Enter, wenn nochmal ist gleich, dann komme ich hier auf 30 Grad. So seht ihr, so funktioniert das Umschalten zwischen Degree und Radiant. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Weiter geht's jetzt gleich mit dem Produkt- und Multiplikationszeichen. Bis dahin, schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.